Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Subnautica. Es geht weiter mit Subnautica. Alles weitere nach dem Intro. Dann schauen wir mal, was wir heute alles finden. Die Seemutter habe ich wieder aufgefüllt. Da kam einfach nur eine neue Energiezelle rein. Was mir immer noch fehlt, ist der... Wie heißt er? Mehrzweckraum. Da habe ich immer noch keine Bauteile von gefunden. Deswegen habe ich mir überlegt, wir fahren heute mal Richtung Westen. Da war ich jetzt noch nicht so oft, glaube ich. Und dann schauen wir uns einfach mal an, was wir denn da finden. Irgendwo müssen ja diese Bausteine sein. Dann schauen wir uns einfach heute mal ein bisschen hier oben. Ich weiß nicht, ob ich hier schon war. Aber ich könnte mir es vorstellen. Sieht jetzt nicht so aus, als ob ich jetzt so weit weg war von meiner Base. Dann kann es auch gut sein, dass ich hier tatsächlich schon mal war. Schauen wir uns das einmal schnell an. Vielleicht gibt es ja hier noch etwas, was ich noch nicht gesehen habe. Jetzt aber. Hatte ich schon. Vielleicht, dass da noch etwas ist, wo man reinkommen könnte in dieses Wrack. Schaue ich mir mal von der Seite hier an. Eher nicht. Nee.
Hier. Sieht es nicht so aus, als ob es hier irgendwas Interessantes noch geben würde. Die Seemotte wiederfinden. Gut. Da gab es nichts Neues. Dann fahre ich einfach mal noch ein Stück weiter. Doch keine gute Idee. Das ist zu tief, aber ich glaube, die Höhle hatte ich schon mal gefunden. Ja. Kam mir etwas bekannt vor. Richtung Westen wollten wir. Gefunden. Jetzt auch ganz schön tief. Schon wieder bald zu tief, dass ich hier mit der Seemotte wirklich klarkommen könnte. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Okay. Vielleicht war die Idee jetzt doch nicht so gut. Okay. Schauen wir uns mal weiter hier um. Sollte ich die Seemotte erst noch mal kurz reparieren. Weil gerade hier durch diese Felsen ist doch schon mal relativ schnell was passiert. Jetzt wird es auf jeden Fall Zeit. Reparaturwerkzeug. Das ist vielleicht doch eine ganz gute Idee, mal schnell nochmal hier alles zu reparieren. Kann ich auch noch direkt einen Schluck trinken. Gut. Vital signs stabilizing. Ja, dann fahren wir mal noch ein Stückchen. Da waren wir wieder zu tief.
gibt es auch nichts, was hier irgendwie weiterhelfen könnte. Oder es ist einfach nur zu tief. Auch da geht es wieder ganz schön tief runter. Schafft leider die Seemotte nicht. Da. Das glaube ich, hatte ich aber auch schon. Das hatte ich nicht. Das ist doch super. Hier mal schnell umschauen. Vielleicht liegt hier sogar noch mehr. Da ist eine Rettungskapsel. Da war ich aber schon. Die Felsspalte, da sieht mir schon bald wieder. Tief aus. Da komme ich nicht rein. Ist nicht nur zu tief, sondern auch zu schmal. Okay. Bin ich jetzt hier gelandet? Da waren einfach nur Schlingpflanzen. Gut, dann werde ich erstmal nochmal etwas Flüssigkeit zu mir nehmen. Und dann fahre ich nochmal eine Runde. Bin mir nicht sicher, ob die mir was tun. Teilschrott, okay. Den brauche ich nicht. Da liegt überall nur Metallschrott. Soweit kann es nicht mehr sein. Okay, da bin ich auch schon.
Warte, ich hatte hier doch sogar noch. Eine Flasche vorbereitet, dann kann ich mir hier sofort etwas Flüssigkeit herstellen. Vital signs stabilizing. Sehr gut. Korallen, glaube ich, waren das, die ich da benötige. Schauen wir mal, wo ich die finde, weil ich glaube, dann mache ich mir direkt etwas mehr Flüssigkeit. Das reparieren wir nochmal schnell. Suche ich mir mal schnell ein paar Röhrenquallen. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, hier sind sogar schon welche. Tischquallen. Schauen, ob das damit auch ging. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht. Nee. Damit geht's nicht. Tiefenpilz. Tiefenpilz, okay, dann gehe ich da auch mal direkt noch Ausschau nachhalten. Okay, dann ist wohl im Westen oder Südwesten die bessere Alternative. Die Tür sieht so aus, als ob ich da noch nicht drin war.
Lieber nicht. Moment, was habe ich denn jetzt da gefunden? Erweiterungsmodule. Ah, habe ich aber noch gar nichts, oder? Die Club. Fahrzeugerweiterung Caps. Okay. Sieht nicht so aus. Sieht doch nicht so aus, als ob man hier wirklich reinkommen würde. Na gut. Dann fahre ich noch mal ein Stück. Gut, was waren das für komische Geräusche hier? Ich bin auch nicht so sicher. So gut ist, wenn wir da reinfahren. Ganz sicher keine gute Idee. Teilschrott. Schrott. Teilschrott, okay. Das benötigen wir alles nicht. Da. So habe ich mir mal schon an. Tischkrolle. War Tischkrolle das, was ich brauche? Können wir also wieder fallen lassen. Welcome aboard, Captain. Okay. Das sieht doch danach aus. Ja. Genau. So
Steuerpads. Tiefenpilz, okay. So, Moment. Ist das alles Metallschrott? Aber hier dieses Wrack. Da schon mal eine Tür. Da auch. Die sind beide noch geschlossen. Integrating new PDA data. Das war nicht das Reparaturwerkzeug. Oh ja. Da gehe ich aber erst nochmal schnell schnappen, bevor wir da noch mal reingehen. So, ich war also hier. Blueprint acquired. Okay, da ist sonst nichts mehr. Die Tür geht auch nicht auf. Das heißt, von drinnen habe ich schon mal alles. Dann schaue ich aber noch schnell, ob ich hier draußen auch etwas finde. Aber nicht so aus. Das ist ja ein Stuhl. Den bräuchten wir nicht unbedingt. Klar. Da verliere ich nämlich ganz schön schnell Leben. Deswegen muss ich mir da wohl mal so einen kleinen Umweg fahren. Weil ich eigentlich dachte, dass ich einen Strahlenanzug hätte. Oh, Problem ist, ich fahre die ganze Zeit drauf zu, anstatt davon weg. Langsam könnte die Strahlung weniger werden. Sonst fürchte ich nämlich, dass ich jetzt gleich sterbe. Das war knapp.
Gut. Das war echt knapp. Mach ich mir erstmal schnell noch etwas. Stasi-Gewehr. Okay. Flüssigkeit. Vielleicht hilft die schon. Funktioniert. So. Ja, das kann ich mir wieder alles hier unten fallen lassen. Sehr gut. Stelle ich noch etwas Nahrung her. Ja, das war richtig. So gut. Okay, jetzt nochmal. Computership Magnetit. Wie mache ich denn ein Computership? Tischkorallen, Gold, Kupferdraht. Tischkorallen waren doch wahrscheinlich die, die ich gerade fallen lassen habe. Gold hatte ich, glaube ich, auch. Gar nicht. Gar nicht. Wo habe ich Gold? Gold. Jetzt fehlt noch Magnetit, glaube ich. Ob ich den schon hatte, weiß ich gar nicht. Schnell schauen. Vertrag habe ich aber. Die Schreinprobe hatte ich auch zwei. Die liegen ja hier schön auf dem Boden rum. Nehmen wir die auch mal mit. So. Kupferdraht hatte ich doch auch mal hergestellt. Dann kann ich ja schon mal den Computerchip machen. Genau. Jetzt fehlt noch Magnetit 2 Stück. Mal schauen, ob ich die irgendwo habe.
doch kurz beeilen. Aber nochmal dieses Kupferdraht herstellen, den brauche ich nämlich für irgendwas anderes. No. Dafür. Magnetit. Also ich denke, den habe ich noch nicht. Noch nicht gefunden. Nein. Das scheint nicht so. Es gab doch irgendwo hier diese Bojen. Signalboje, da ist sie doch schon. Titan und Kupfererz. Mach ich mir die mal noch schnell. Kupfererz. Boje, genau. So. Und dann, ne, das war's nicht. Oh, ich nehme das nämlich schon mal alles mit. Welcome aboard, Captain. Nein, genau da. Bringen wir das noch schnell zu der neuen Base. Den haben wir, glaube ich, getroffen. Ja, den auch. So, das lassen wir mal fallen. Dann können wir den hier befüllen mit Titan. Und dann lassen wir die Signalboje einmal fallen. Sehr gut. Was ist dieser Scannerraum? Okay. Rein komme ich da noch nicht.
So, ja, das habe ich gesehen. Schauen wir nochmal schnell, was da unten war. Salzablagerungen, okay. Säurepilze brauche ich nicht. Was ich brauchen würde, wäre der Tiefenpilz, aber wo es den gibt, das weiß ich noch nicht. So, dann fahre ich nochmal schnell zurück. Und dann habe ich für heute eigentlich schon mal wieder alles soweit fertig. Irgendwann werde ich diesen Mehrzweckraum schon noch entdecken. Findet eigentlich jedes Mal wieder was Neues. Nur leider nicht immer das, was man gerade sucht. Ja, so ist das nun mal. Okay. Mal weg. Wir machen beim nächsten Mal weiter mit der Suche nach dem Mehrzweckraum. Wenn euch mein Video gefallen hat, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke und lasst einen Kommentar da. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.